Es geht weiter mit Gothic und ab jetzt wird ganz viel gequestet. Hab ja so einiges in der Liste, ne? Ab geht's. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Und weiter prügeln. Also ich brauche 60 Geschicklichkeit und 2500 Gold. Und dann bin ich übermächtig. Oh, da liegt noch eine Steintafel. Und 25 Gold.
Crush Pach. Eine Orkwaffe. Ich mach dich fertig. Jetzt bin ich. Einen Degen anschauen. Nö. Da geht's ja noch weiter. Mal sehen, ob ich es schaffe, Exturm zu befreien. Ich mach dich fertig. Nee. Zurück. Thank you.
Halt! Was denn? Das weißt du ganz genau. Unruhestifter können wir in unserer Stadt nicht gebrauchen. Warum, glaubst du, sollten wir dich reinlassen? Oh nö. Mal sehen, ob das mit Vergessen geht. Hörst du schlecht? Du hast es so... Es geht nicht. Was? Das war unruhbar. Halt! Unruhbar. Hier sind Hund. Hund und... Ja, gut. Einfach mal 100 Öcken los. Scheiße, dann kriege ich bestimmt auch Ärger von dem André. So. Information für Gabeln. Lucia. Es freut mich, und Lucia ist über Nacht aus Brummers Bordell verschwunden. Es wird vermutet, dass sie mit Torbens Tischlerlehrling Elridge durchgerannt ist. Brummers goldene Schale ist aber Lucia. Innostatue habe ich ja gesehen, ist auf der Insel. Kriege ich aber momentan nicht raus. Empfehlungsschreiben bekommen. Banditen Jacks Turm. Erics Schwert. An den Händler Jorah verkauft. Er kämpft nur gegen mich, wenn ich es ihm zurückbringe. Wer ist fucking nochmal Jorah? Steintafeln, Portal, Piratenhandel. Skip gab mir rum, ich soll ihn zu Baldram bringen, ja. Meister Dieb. Aha. Arkon, ein Händler in Corinnes, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Paragon Silver. Constantino. Orgwaffe habe ich vorhin bekommen. Bälle für Bossbar. Der Dieb ist zum Hafen gerannt. Mit der Augenklappe. Das war doch schon vorher. Okay. Man darf halt nicht alles glauben. Zeig mir das. So, ein bisschen was verchecken. Ich hab mir das schon gedacht. Von mir erfährt keiner. Nein. Hatte das nicht. Scheiße. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Den brauche ich. Was ist das denn schon wieder her? Er muss das ja besser wissen.
Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Meine Meinung will ja keiner hören. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Es war genauso, wie du sagst. Ich hätte das anders gemacht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wird sich das jemals ändern? Das hat er wirklich nicht verdient. Von mir erfährt keiner was. Krautpaket behalte ich. Ich habe so einiges gehört. Das ist wirklich nicht mein Problem. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Die Drogen behalte ich auch. Du hast es nicht gewusst. Das hat er doch vorher gewusst. Wird sich das jemals ändern? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Zeig mir deine Ware. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich hätte das anders gemacht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Weg mit! Naja, so viel war da jetzt nicht drin und der wird mir wahrscheinlich Ärger machen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Wegen der... Wir hatten uns auf... lange bekannt. Man darf... Ich will... Bevor ich dich... Man hört. Du sollst also sie. Das ist nicht mein Problem. Die Probleme habe ich kommen. Wolfsfell. Das ist eine schlimme Sache. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist eine schlimme Sache. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich wundere mich über. Hey, du! Was war? Sie kommen alle aus. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Harkon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. Soviel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, Sie wissen, wie Sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können? Ja, wir vermuten, dass Sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Woher kamen die Banditen, die meinen Steckbrief dabei hatten? Wir haben sie in der Nähe des Großbauern... Hey! Hey, du! Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Ja, machst du gut. Komm, übertreib nicht.
Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen Meister als Lehrling anfangen? Du bist ein guter Mann. Ich werde dir meine Zustimmung geben. Brian wird noch eine Weile hier sein. Und es wird sich schon ein starker Bursche finden, der sein... Hey, du! Wegen der Pflanze. Wenn du es... Versteh. Ist ja schon gut. Warum hat der nichts mehr an hier Verwandlung und so ein Scheiß? Das hat er doch am Anfang, weil ich den geboxt hab. Braucht die Verwandlungszauber. Das ist ja scheiße. So ist es eben. Das interessiert mich nicht. Der Kerl kann anbleiben. Das hat er doch vorher gewusst. Das hat er wirklich nicht verdient. Er sollte wieder den Mund halten. Lass uns mal abwarten, was da ist. Er redet einfach zu viel. Hey! Das darfst du keinem erzählen. Was? Ich glaube da nicht dran. So. Wer sagt denn sowas? Was du nicht sagst. 20. Er redet einfach zu viel. 30. Mein Mann sieht das anders. 40. Das ist ja scheiße. Jetzt will er 10 haben. Ich glaube da nicht dran. 45. Du hast schon. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ist ja. Rückkehr? Klar doch. Wieso? Ich habe was anderes gehört. Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Muss die Arbeit besonders nicht von Fremden. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier das nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Wer sagt denn sowas? Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist mal wieder typisch. Mein Mann sieht das anders. Weiß doch inzwischen jeder. Zack. Was du nicht sagst. Ich glaube da nicht dran.
Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er redet einfach zu viel. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was du nicht sagst. Das ist mal wieder typisch. Ich möchte ihn nur... Das ist mal wieder typisch. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Was du nicht sagst. Er hat auch nichts. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich glaube da nicht dran. Hier war noch ein Weg nach unten. Mann. 1, 2, 1, 1. Uiuiuiui. Das hat sich gelohnt. Hier, Dietrich habe ich nur noch. Eins, zwei, drei. Das hat sich auch gelohnt. Grundstöckel. Ist ja noch eine. Dietriche. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Grab. Ein paar Dietriche wären hier. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Grab. Hey, du! Ja besser wissen. Kann, wenn ich... Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich habe was anderes gehört. In seiner weißen
Meine Fresse, ein paar Dietriche gut gemacht. So langsam müsste ich eigentlich auch genug Pflanzen haben für den. Hey! Wegen der Pflanze. Wenn du... Verstehe. Na, hau ab. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so. Zeig mir deine Ware. Hier kannst du fast alles kaufen, was. Aber fast alles, was du hier kaufen kannst, kostet auch nichts. Wenn du nicht viel Geld hast, kann dir vielleicht Lema, der Geld. Verstehe. Okay. Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Auf das ist das Land zerstört. Aber Innos sah, was geschehen war. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Wegen der vermissten Leute? Ja. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Wegen dieses Waffenhändlers. Was wisst ihr? Sprich mit Martin, dem Proviant. Hab ich ja schon. Gut. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist mal wieder typisch. Ich habe was anderes gehört. Ich glaube, dass... Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wo bekommst du deine Waffen her? Harad, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Das ist doch kein Geheimnis mehr.
Geheimnis mehr. Ich glaube da nicht dran. Schlimme Zeiten sind das. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Also Martin hat echt die beste Waffe, ne? Die muss ich mir abholen. Auf jeden Fall. Und es wird noch viel schlimmer. Was du nicht sagst. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst den abgerissenen Typen, der seine Waffe bei mir für ein paar Fackeln und Fleischbröckchen eingetauscht hat? Das weißt doch inzwischen. Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für dich 50 Goldstücke. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Er erzählt alles. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Er redet einfach zu viel. Der erzähle ich gar nichts mehr. Wer ist mir entkommen? Und was ist mit meinem Gold? Irgendwer muss die Ist es mit ihm entkommen? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das habe ich schon immer gesagt. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Einfach zu viel. Wer sagt denn sowas? Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und ich muss mich jetzt wieder um meine... Ach, erzähl mir nicht sowas. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hier sind 50 Goldstücke. Gib mir Alriks Schwert. Hier hast du es. Er erzählt alles weiter. Was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? Ja, in der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Aber sei vorsichtig. Schlimme Zeiten sind das. Ich habe was anderes gehört. Und es wird noch viel schlimmer. Oha. Der ist ja noch krasser. Das darfst du keinem erzählen. Mein Mann. Folterangst. Ich glaube da nicht dran. 125. Aber ich mag Axt nicht. Schlimme Zeiten sind das. Schlimme Zeiten sind das. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das habe ich schon immer gesagt. Ich habe den Rumpf von Skip. Verdammt teuer, was bildet sich dieser Kerl ein? Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das weiß doch inzwischen jeder. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Schlimme Zeiten sind das. Zeig. Arbeitet auch den ganzen Tag. Schlimme Zeiten sind das. Oh, 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 oh. Ich glaube da nicht dran. Dank der Geschwindigkeit. 5 Minuten. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Ah. Was du sagst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was, wenn ich ihn boxe? Hm? Nicht schlecht. Ja. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich kaufe das jetzt, egal. Das habe ich schon immer gesagt. Was du nicht sagst. Das weiß doch inzwischen jeder. Was du nicht sagst. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das habe ich schon immer gesagt. Er erzählt alles weiter. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich habe was anderes gehört. Mein Mann sieht das anders. Ah, da bist du ja wieder. Gar nichts mehr. Kantar wollte dich reinlegen. Mein Mann sieht das anders. Und sich deinen Stand unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben. Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Ich kenne den Mistkerl schon lange. Er war schon immer auf meinen Platz scharf. Nimm diese Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh. Das darfst du keinem erzählen. Das ist ja schrecklich. Umschwert. Was? Achso, Zweihand. Ja. Was du nicht sagst. Das ist ja schrecklich. Zu früh gefreut. Aber. Er redet einfach zu viel. Ich
Ich habe ja schon mal was Geiles. Piratensäbel. Brauche ich aber nicht. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich habe was anderes gehört. Da, Ringarung. Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Den gehe ich verpfeifen. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Umar Khalid bin Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Alles klar. Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, so. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche, ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Wohin? Zwei Portionen gebe ich dir, Mark. Hast du Interesse an diesem Krautpaket? Hast du Interesse an diesem Krautpaket? Ein Paket voller Kraut? Doch nicht etwa Sumpfkraut? Oh, geh weg damit, Sohn der Unvorsichtigkeit! Wenn die Stadtwache mich damit erwischt, komme ich ins Gefängnis und dir wird es nicht anders ergehen. Wenn du vorhast, das Zeug zu verkaufen, dann rate ich dir, verlasse die Stadt. Sieh zu, dass du es irgendwo außerhalb der Stadtmauern loswirst. Hier drinnen ist Ärger das Einzige, was du dafür bekommst. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen. Doch. Ach komm, einmal mache ich Erzähl das. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier. Dein Freund ist bei ihnen. Feuer! Ein Angriff, ein mächtiges Wesen. Die Flammen. Was ist das? Eine Stadt. Ruinen. Er wird gerufen. Verhot, Ronen Jakendar. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Warte mal, 200 EP gebraucht. Bewohner von Korinis. Hey. Auf ausdrückliche Anordnung Wie sieht's des aus? Ehrenwerten du kommst wohl nicht von hier, was? Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern. Aber das habe ich aufgegeben. Zu eurem eigenen Schutz. Sind die Wälder und Wo kann ich die anderen Jäger finden? Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist... Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Bospa sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja... Immerhin hat er gut gezahlt. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Letztens wurde Boss bei einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Wo ist dein Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Soviel ich weiß, irgendwo am Hafen. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das nicht. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolper. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften.
Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Na gut. Aber ich will 50 Goldstücke sehen. Ist ein fairer Deal, oder? Spät. Hört ihr Bewohner von Corini? Kurz mal schlafen. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den Hey, komm näher, mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Lord André hat ein paar Fässer Freibier gestiftet. Gib mir was zu trinken. Nachgetane Ar- Gib mir... Finger weg da! Solange die Paladine keine neue Aufgabe für mich haben, kann ich mir hier ein paar Biere genehmigen. Du arbeitest für die Paladine? Ja, ich mache Ihnen Meldung über die Situation in der Stadt. Wie ist die Situation mit den Orks? Kein Grund zur Besorgnis. Wir von der Stadtwache und die Paladine haben alles im Griff. Geh nach Hause und lass uns unsere Arbeit machen. Willst du noch ein Bier? Du wolltest gerade was über die Orks erzählen. Ach ja, richtig. Die Orks sind überhaupt keine Bedrohung für die Stadt. Die sitzen im Minental fest und der Pass wird von den Paladinen gehalten. Da kommt nicht mal eine Fleischwanze durch. Ich glaube, das ist jetzt hier die Infos für diesen Bootsbauer da, ne? Willst du noch ein Bier? Einen guten Es wurde ja schon ein Ork vor der Stadt gesehen. Ja, ja, der gefährliche Ork vor der Stadt. Ein wahres Monster von Ork. Er wird die Stadt bestimmt bald angreifen. Hör zu, wir werden diesen dicken Ork in seinen dicken Hintern treten, wenn er der Stadt zu nahe kommt. Alles klar? Verstehe. Willst du noch ein Bier? Ein leckeres, herbes Pilz ist doch das Beste. Weißt du, man trifft nicht oft jemanden, der einem ein Bier ausgibt. Du bist in Ordnung. Ein leckeres... Weißt du... Okay, fertig. Hey, hört ihr Bewohner von Corini? Was machst du hier? Auf ich bin Novize und komme vom Kloster. Lord Hagens, ich erledige die Botengänge Erlass. Für die Magier Aufgrund und auch die Paladine. Lage zu eurem ich habe die drei Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. In der Umgebung der Stadt zu meiden. Das ist zum ist einen der gute Mann. Zu den aufständischen Bauernschaften Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Die Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen. Bring mich zum Kloster. Bring mich zum Kloster. Vergiss es. Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Den Paladin? Also, könnte ich ein Paladin werden und dann darf ich da doch rein? Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt... Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Woher kriege ich ein Schaf? Von den Bauern natürlich. Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten. Ja. Hört ihr Bewohner von Corini? Stör mich nicht, ich... Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Ich will mich der Miliz anschließen. So? Bist du denn Bürger der Stadt? Nein.
Dann wird Lord André dich nicht nehmen. Du kannst ja mal mit ihm reden. Aber ich denke nicht, dass er für dich eine Ausnahme macht. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Lass uns mit dem Training. Okay, der trainiert mich auch Einhand und auch Zweihand. Alles klar, Julian. Schlaf schön. Nicht so demotiviert sein. Immer das Positive in allem sehen, Julian. Wird schon. Ein bisschen was habe ich vorhin schon mal gehört gehabt, aber noch nicht fertig. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen herumprügelst, ist das eine Sache. Aber wenn du Bürger oder Soldaten des Königs angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist vergessen. Wie viel? 50 Goldstücke. Ja, komm, kannst du haben. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich habe hier ein Empfehlungsschreiben von eurem Proviantmeister. Was? Zeig mal her. Donnerwetter. Da hast du dich ja wohl schwer ins Zeug gelegt, was? Martin ist mit sowas eigentlich nicht so freizügig. Na gut, das überzeugt mich. Wenn Martin für dich bürgt, dann werde ich dich auch aufnehmen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ach, ich kann jetzt schon, obwohl ich kein Bürger bin? Dann noch nicht. Dann weiß ich schon mal, dass ich safe bin. Wegen der Diebesgilde. Ja. Ich bin an der Sache dran. Gut. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Okay, Ringaro kann ich nicht verpfeifen. Das ist schlecht. Vielleicht dem Clown? Dreckiger Dieb, na warte! Okay. Wo war denn der jetzt? Ach, da vorne. Ich hab dein Schwert. Ah, das ist schon. Hey. Ich will gegen dich kämpfen. Ich mache nur Kämpfe von mittags bis abends. Das Kämpfen lohnt sich nur. Jetzt ist es noch zu früh. Was hast du hier zu suchen? Was wolltest du da drin, hä? Ich will gegen die... Hast du die 50 Gold? Kluges Kerlchen. Hier sind's. Wir haben einen neuen Herausforderer. Die Wetten... Bist du bei... Komm her. Dann lass mal... Ja.
Jetzt habe ich mir sein Schwert wieder geklaut, der Arme. Oh, die könnte ich auch alle boxen. Gesessen. Habe ich wohl schon geboxt. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf Ausdruck. Jetzt? Er hat gesessen. Er hat gesessen. Mann, oh Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können. Jetzt kann ich ihm das wiedergeben? Ich gib mir erst mein Schwert. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Ich hab dein Schwert. Gut. Bin gespannt, ob du es jetzt noch... Hast du die 50 Gold? Ich kann den die ganze Zeit boxen und von dem Geld farmen? Wir haben die Wetten. Bist du bereit? Komm her. Dann lass mal. Das ist ja fantastisch. Oh. Hört ihr Bewohner von Korinis? So, ich besorge mir jetzt erstmal kurz mal die Pflanzen abchecken hier, Pflanzenliste. Nörderich, Drachenwurzel, Feuerkraut, Kron, Altkraut, Heilpflanze, Lauflieder. Uninteressant. Habe ich Feuernis, Feuerkraut? Habe ich Goblinbeere? Habe ich Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknöderich, Kronstöckel? Habe ich? Ich glaube, mir fehlt wirklich nur die Feuerwurzel. Feuerkraut, ja, nur Feuerwurzel fehlt. Alter Schwede. Warum so gut, Alvin? Das ist doch... Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. War mit ihnen. Hey! Ich weiß nicht, was ich mit diesen Steintafeln machen soll.
Das kann ich nicht lesen. Warum nicht? Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Das höre ich zum ersten Mal. Das wundert mich nicht. Ich habe so einiges gehört. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, dann ein bisschen boxen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Fälle der haben wollte. Fälle für Bossbahn. Was? Was stand da? Scheiße, da ist ein Schattenläufer. Wo war der? Feuerwurzel, vielleicht hier irgendwo? Yeah.
Ich mach dich fertig. War doch nicht nur ein einziger jetzt. Ah, gleich nochmal Level up. Ich mach dich fertig. Okay. Schafsfell. Zehn. Braucht noch ein Level up. Never. Nee, Blutfliegen. Bin ich hier? Da ist der Weg. Aha. Thank you.
Also, wo war der jetzt? Das ist doch ein fucking Schattenläufer, oder nicht? Da. Doch, das ist einer. Scheiß Goblins. Probier's noch einmal. Okay, die anderen drei hauen wieder ab. Ne. Oh, das ist gut. Wow. Da oben waren keine Wölfe. So, jetzt kann ich den hier aber auch boxen. Ich bin so ein grausamer Mensch.
Nach links gibt es noch den Turm, den ich vorhin da gesehen habe. Ja, komm, das probiere ich jetzt auch. Da gehe ich gleich hin. Heilwurzel. Ach, ich dachte für einen Moment, das wäre jetzt so eine Feuerwurzel. Wo ist Scavenger? Was normale Goblins? Ist ja easy. Da sind die Schwarzen. Oh, da ist das. Ja, da ist einfach ein Bett.
So. Zwei Wolfsfälle einfach. Ach, Mann. Mal sehen, ob ich noch irgendwas im Wald finde. Nee, Schattenläufer. Also ich werde es mal probieren. Ich glaube nicht, dass ich gegen den irgendwie Damage mache oder so, aber... starke Miezekatze. Hier scheint aber auch nichts mehr zu sein. Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören! Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Alter, krass. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich hätte das anders gemacht. Das höre ich zum ersten Mal. Es war genau so, wie du sagst. Zeig! Das hat er wirklich nicht verdient. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Möchte diesen Herrn hier beklauen.
Die Probleme habe ich kommen sehen. Daran wird sich nie etwas ändern. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Es war genauso, wie du sagst. Es gibt doch nur noch mehr. Die Probleme habe ich kommen sehen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Es gibt Warte mal. Noch mehr. Davon lasse ich lieber die Finger. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wer erzählt denn sowas? Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ich wäre mir da nicht so sicher. Man erzählt sich ja so einiges. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Anders Brief für die Händlerin brauche ich nicht mehr. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das kann ja nicht ewig so sein. Fall eines Schattenläufers. Vielleicht gibt Bossbar ein bisschen mehr Kohle dafür. Von mir hatte das nicht. Das ist doch nichts Neues. Das interessiert mich nicht. Das war doch klar. Das hätte ich dir vorher sagen können. Warum hört eigentlich keiner auf dich? 1600. Die Probleme habe ich kommen sehen. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ist ja schon gut, du hast... Und das wird noch viel schlimmer. Ich könnte dir sagen... Das habe ich schon immer gesagt. Mein Mann sieht das anders. Wir können nur abwarten. Wann musste es ja so kommen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich hatte das nicht. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Hey, Mann, ich bin... Weg mit der Waffe! Komm her, ich fahr euch auch. Mein Gott, wie brutal. Mein Gott, wie brutal. Der wird mich wahrscheinlich verpetzen, aber... Scheiß drauf. Oh, mein Schädel. Mit üblen Schlägern will ich nichts zu tun haben. Geh zu Lord André, solange du noch kannst. Scheiße, ey, Mann! Na gut, lag ich die halt später kaputt. Er sollte lieber den Mund halten. Das ist mal wieder typisch. Hey! Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wegen der... Sowas. Bring mir was bei. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Was du nicht sagst. Ja, fehlen noch 5. Was du nicht sagst. Du hast schon... Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wer sagt denn sowas? Der erzähle ich gar nichts mehr. Ich brauche Informationen. Er erzählt alles weiter. Er redet einfach zu viel. Er sollte lieber... Gibt es hier auch was Spezielles also? Das ist mal wieder typisch. Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Das ist mal wieder typisch. Hast du noch was Spezielles für mich? Ich hätte da schon was. Ist allerdings nur interessant, wenn du ein Mann mit vielseitigen Talenten bist. Was hast du für mich?
Nun, Zuris, der Trankhändler am Marktplatz, beherbergt zurzeit den Feuermagier Daron als Gast. Und? Er hat extra für ihn eine neue Truhe bei Torben, dem Tischler, anfertigen lassen. Angeblich hat dieser Daron eine ganze Menge wertvollen Kram mitgebracht. Aber von mir hast du das nicht gehört, klar? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen hätte. Aha. Bei wem kann ich hier was lernen? Hier im Hafenviertel gibt's ein paar fähige. Alrik versteht sich aufs Camp. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder typisch. Der erzähle ich gar nichts mehr. Er sollte lieber den Mund halten. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Also, du suchst also einen speziellen Job, okay. Aber es läuft nach meinen Regeln, verstanden? Was soll das heißen? Das heißt, du tust das, was ich sage und kriegst ein Drittel vom Gewinn. Wenn dir das nicht gefällt, dann gibt's auch keinen Job. Ach, erzähl mir nicht sowas. Alles klar, du bist der Boss. Gut, dann sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, einen Haufen Gold einzustreichen. Das habe ich schon immer gesagt. Okay, was ist dein Plan? Du kennst doch den Händler Baltram, oder? Falls nicht, wird es Zeit, dass du mal mit ihm redest. Dieser Baltram hat einen Boten, der ihn mit Waren von Akils Hof versorgt. Das heißt, er hatte einen Boten, denn ich habe ihm die Kehle durchgeschnitten. Und Baltram muss jetzt einen neuen einstellen und das wirst du sein. Dein Job ist es, dich von Baltram einstellen zu lassen und die Lieferung von Akil abzuholen. Die bringst du mir und ich verkaufe sie dann an einen interessierten Kunden. Der lässt ein hübsches Sümmchen dafür springen. Und versuch bloß nicht, den Kram selbst zu verkaufen. Hast du alles verstanden? Wie hoch wird der Gewinn sein? Kann ich nicht genau sagen, aber ich schätze mal 400 Goldstücke. Das weiß doch inzwischen jeder. Oh, das ist viel. Ja, guten Morgen. Bleib stehen, du Lump. Wo ist Akils Hof? Verlasse die Stadt durch das östliche Tor, das direkt am Marktplatz ist. Wenn du dem Weg nach rechts folgst, kommst du bald an ein Ja, okay, das weiß ich. Wann soll ich mit Baltram reden? Du kannst sofort losgehen. Er sollte inzwischen wissen, dass sein Bote nicht mehr auftauchen wird. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Alles klar, kann losgehen. Gut, dann mach dich auf den Weg. Boah, ich hab irgendwie nicht ganz zugehört, glaube ich. Kea, ich hoffe, du hast gut gepennt. Und bist startklar für deine Reise gleich. Wo war das hier jetzt? Der falsche Bote. Ich soll mich vom Baltram als neuen Boten einstellen lassen. Dann soll ich die Lieferung vom Bauer Akil abholen und zu Nagur bringen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wenn ich es nicht. Nicht schlecht. Die 300 nehme ich mit. Das ist ja interessant. Alles weiter. Man sieht es anders. Ob er jetzt danach noch mit mir reden will, weiß ich nicht. Aber. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Noch 550. Darüber reden wir noch. Ich stehe mit meinem Truck schon am Nordpol und jetzt erstmal gemütlich Tee machen. Eieiei. Lange Fahrt heute wieder. Ich box jetzt einfach jeden. Ach, schlafen. Die kurzen Weihnachtstrips.
jetzt hör doch auf. So. Uiuiui. Wie komme ich jetzt hier hoch? So, eine Sache schon mal erledigt. Jetzt brauche ich 2400 Gold. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Mal sehen, ob Martin noch was zu sagen hat. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie war das? Alter. Das war doch schon vorher klar. Was hast du dann? Passt. Kurz nochmal kontrollieren. Ich habe nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich werde mich nicht, dass du das nicht gewusst hast. Wait. Wait. Ich habe das anders gemacht. Ich glaube. Es war das eine Entscheidung. Das Schwert ist jetzt weg? Das war doch schon vorher klar. Hat der immer random Sachen? Das kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist doch schon lange bekannt. Was soll das denn? Das war doch schon vorher klar. Das kannst du mir nicht antun. Das kannst du mir nicht antun. Ich habe alles in Geschicklichkeit investiert, Martin. Was soll das? Oh. Das ist doch alles nur Gerede. Das ist wirklich nicht mein Problem. Verdammt. Das ist doch alles nur Gerede. Da. Jetzt hat er es auf, jetzt hat er es auf einmal drin. Das ist doch schon lange bekannt. Ich hätte das anders gemacht. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Jemand wird dafür büßen müssen. Ich hab was anderes gehört. Boah, komm jetzt erstmal an die Kohle. Das ist doch alles nur Gerede. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Was kann weg? Meinst du, mir geht es besser? Haltet über Recht und Unrecht. Glaubst du wirklich daran? Ich hab was anderes gehört. Das alles ist. Sehr gut. Ich probiere nochmal. Doch, ist immer noch da. Hab ich es vorhin nicht gesehen? Bin ich dumm? Ich hätte das anders gemacht. Whatever. Hol mir jetzt erstmal meine 60 Geschick ab. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das ist doch schon lange bekannt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht. Er erzählt alles. Das hat er doch vorher gewusst. Wer sagt denn sowas? Hey! Wirklich? Premium. Das ist ja interessant. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Perfekt. Ach, erzähl mir nicht so. Fünf war noch in. Achso, nicht ich genug. Ich hab was anderes gehört. Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, komm. So. Das ist doch kein Geheimnis. Du hast schon. Gut. Er sollte lieber den Mund halten. Der erzähle ich gar nichts mehr. Was jetzt? Ich habe was anderes gehört. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich habe was anderes gehört. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Den habe ich schon geboxt. Lucy, oh. Kluges Kerlchen. Ja. Steck die. Mein Gott. Ich brauche die Kohle.
Kiste. No Mann, du hast ja einen ganz schönen Schlag drauf. Dein Gold hast du dir ja schon genommen. Hättest auch warten können. Ich mache nur jetzt ist es noch. Achso, das geht ja jetzt eh nicht mehr, weil ich sein Schwert verkauft habe, ne? Und ohne sein Schwert möchte er nicht boxen. Ansonsten hätte man bei dem jetzt die ganze Zeit Geld farmen können. 50, 50, 50, 50, 50. Aber ich persönlich habe keinen Bock drauf. Ich hätte eigentlich eine andere Idee, aber ich habe keine Verwandlungszauber. Warum auch immer. Wenn du dich mit dem Gesindel im Hafen... Aber wenn du Bürger... Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht dir bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe... Wie viel? 15. Ich will... Gut. Wo war das Gefängnis? Hier. Ich will zu den Geh nur, aber... Ich habe dich gewarnt, aber du wolltest nicht hören. Wir sprechen uns noch. Jetzt verpiss dich. Ich will mich ausruhen. Kann ich das aufmachen? Jetzt hau ich dich. Oha. Oder er haut mich. Ich probier's nochmal. Nein, Leute. Nein. Wache! Ja. Waffe 85, aber Schaden brauchst du auch 85. Jetzt kriege ich wahrscheinlich hier auf die Schnauze. Alarm! Gut, dass du kommst. Du wirst des Diebstahls bezichtigt. Es gibt Zeugen. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Wie viel? 100 Gold. Scheiße, Alter. Kluges Kerlchen. Irgendwann schlage ich dich auch kaputt und dann hole ich mir mal Kohle wieder. André ist unsterblich. Och nö. Das ist belastend. Raus hier! Was heißt denn raus ja, hier? Raus mit dir! Raus hier! Ja, raus mit dir! Raus hier! Ich hab eine Idee.
hier! Nee. Raus hier! Raus hier! Hau bloß ab! Zu Jacks Turm. Irgendwie muss ich das. Oh Gott, da ist jemand sauer. Das habe ich schon immer gesagt. Ja, renn so schnell wie du kannst! Das ist mal wieder typisch. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist doch kein Geheimnis. Schlimme Zeiten sind das. Ach, hast du Interesse an einem Job? Klar. Worum geht's? Mein Boot ist nicht zurückgekehrt und ich warte auf eine Lieferung vom Bauer Akil. Und wie viel ist dir die Sache wert? Ich gebe dir 50 Goldstücke. Gut, ich bin dabei. Okay, sag Akil einfach, dass du von mir kommst. Er wird dir dann ein Paket geben. Das bringst du zu mir. Schlimme Zeiten sind das, was du nicht sagst. Worum soll ich mich denn noch? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich glaube da nicht dran. Das ist doch kein Geheimnis mehr. 68. Ich weiß doch inzwischen jeder. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ehrlich, ich hab's selbst. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich habe was anderes. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Was du nicht sagst. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Irgendwer muss die Arbeit machen. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Feuerkraut habe ich immer noch nicht. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Doch! Und es wird. Nein, Feuerwurzel, nicht Feuerkraut. Feuerwurzel brauche ich. Ehrlich, ich habe es selbst erzählt, ich gar nichts mehr. So, ich muss halt da lang, also safe. Ich muss ein paar Wölfe klatschen. Aber ich mache jetzt Jacks Turm. So. Okay. Jetzt bist du dran. Ja, nee, ist klar, ne? Geht das auch manuell? Bist du dran? Naja, gar kein Damage bei denen. Warum? Wow. Das war's für dich, Pet. Feuerball. Ich mach dir fertig. Nein, komm doch mit deinem Schwert jetzt. Komm, ich hab dich doch getriggert. Aber lauf da doch nicht rein. Kommen sie alle. Hä? Okay.
Oh Gott. Von da oben vielleicht hinballern. Born to be done. Ups. Tori, moin. Spitfire, danke für dein Raid. Lustig. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen. Für dich, Penner. Selber Penner. Die sind viel zu OP. Ja, lauf mal hier hoch. Vielleicht finde ich hier ein paar Wölfe. Grüß dich, Spitfire. Ah, wie lief. Hoffe, du hattest einen angenehmen Stream. Bist du auch abgehauen? Wie kommst du darauf? Wieso solltest du Mutterseelen allein hierher kommen? Hier ist nichts. Ich wollte mich nur mal umsehen. Okay, tu dir keinen Zwang an. Willst du ein Stück Fleisch? Ja, der gibt mir einfach so Fleisch? Wo gibt's denn sowas? Ja, gerne. Ja, gerne. Hier, beste Mole-Rat-Keule. Nach meinem Rezept. Ja, immer das Beste draus machen halt, ne, aber ja, war gut. Ja, soll auch gut sein, muss auch gut sein. It's all about your fun. Wieso bist du denn hier? Hier oben habe ich meine Ruhe. In der Stadt fühle ich mich immer so eingeengt. Alles andere ist zweitrangig. Solange du Spaß hast. Musst du nicht arbeiten? Alles, was ich brauche, organisiere ich mir selbst. Pfeile schnitze ich mir und Fleisch liefert mir die Natur. Du bist also Jäger? Wenn du so willst, ja. Allerdings jage ich nur, was ich brauche. Nicht um Gold zu verdienen. Dann kannst du mir bestimmt was beibringen. Warum nicht? Ich könnte dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Ja. Oder ich verprügel dich und klau mir deine Kohle. Oder du verprügelst mich. Ich will halt erst auf meine 2400 Gold kommen und ich möchte mir diese Waffe krallen, bevor ich weitermache mit der Storyline. Weil dann habe ich schon mal eine gute Basis, denke ich. Steck die Waffe weg. Ruhe. Okay, schaffe ich nicht. Zocke immer mit Herzblut und Leidenschaft. Das hört man gern. So muss das. Und Spitfire, ich drück die Daumen, ne, dass das alles nächstes Jahr klappt. Und du an deine Sachen kommst. Aber auch schön, dass du auch so eine Möglichkeit gefunden hast, ne? Da
sieht man dann auch, dass du wirklich Bock drauf hast. Ring der astralen Kraft. Mana 10. Brauche ich nicht. Kann ich verchecken. Das ist ein Tausender wert so. Hoffe ich auch. Ich will es halt und möchte es schaffen. Ich bin ein Kämpfer. Dann wird das schon. Zombies. Da möchte ich nicht hin. Ich muss mal eine Pause machen. Seit über 2 Stunden am Ballern gerade. Und zwar chill ich jetzt hier. Fehlt nicht mehr viel. Das sind ja nur 500 Gold, die ich brauche. Und die Kohle ist irgendwo in Korinis. Ich werde sie mir in Korinis jetzt beschaffen. Dann hole ich mir mein Schwert und dann bam, bam, bam. Dann scheppert das hier nur noch. Ja, Gothic ist halt so eine Welt, da verlierst du dich ganz schnell drin. Und das ist auch gut so. Das wird sogar noch schlimmer werden. Weil den Anfangspart hatte ich ja schon mal gemacht, ne? Das ist jetzt so ein bisschen nachholen gerade für mich, also wieder aufholen oder nachholen, je nachdem. Aber wenn für mich dann wieder Neuland gibt hier, ist ja nicht so weit jetzt, dann die ganze Zeit ballern, ballern, ballern. Ich hab mega Bock. Vergiss meine Shortcuts. So, alles klar. Meine Schwester spielt das Game schon seit 2 Tagen die ganze Zeit. Ja, man verliert sich halt drin, ne? Und ich bin immer noch erstaunt darüber, was die Leute hier noch rausholen. Ja, schaut euch das mal an. Das sieht einfach
traumhaft aus, wenn du denkst, das Spiel ist jetzt über 20 Jahre alt, meine ich. Und die Charaktere, also die Atmosphäre, das ist ja zeitlos, ne?